Willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Go oder wieder mal Pokémon Klo, wie man sieht. Auf jeden Fall ist mir gerade ein Kommentar aufgefallen von Angel Ariax unter meinem Video mit dem wilden Fragezeichen, was gefangen wurde. Glückwunsch, du hast kurz Meltan kennengelernt. Und die Infos quillen natürlich über, jeder berichtet heute darüber, dass dieses Nutface, wie es ja irgendwo mal genannt wurde, das Nutgesicht, nein, das, ja, das Schraubengesicht, einen Namen hat, und wir schauen mal hier rüber, denn auch mein MMO hat darüber berichtet. Pokémon Go, das neue Pokémon, heißt Meltan. Vorstellung im Trailer. Endlich gibt es Gewissheit für das neue Pokémon im Pokémon Go. Es ist eine neue Spezies namens Meltan. Im Trailer wird es vorgestellt. In den letzten Tagen machten sich Trainer viele Gedanken darum, was es mit dem neuen Pokémon auf sich hat. Ist es wirklich ein neues Pokémon oder nur ein Platzhalter, fragten sich viele Spieler. Nun gibt es Gewissheit. Es ist ein neues Pokémon. Erste Details gibt es jetzt. Das ist Meltan, ein mysteriöses Pokémon in Pokémon Go und Let's Go. Mit einem Trailer stellte das Pokémon-Team nun die neue Entdeckung vor. Es heißt, dass Trainer durch ihre Arbeit mit Feldforschungen in Pokémon Go dazu beigetragen haben, dass das Monster entdeckt und identifiziert wurde. Jetzt schauen wir uns mal kurz den Trailer an. Oh, jetzt war ich hier vorgespult. Ich muss Ihnen was Wichtiges mitteilen. Ah. So, jetzt geht's los. Professor Eich, können Sie mich hören? Ah, Professor Willow, was für ein Pokémon haben Sie heute für mich? Haben Sie ein bisschen Geduld, Professor. Ich muss Ihnen was Wichtiges mitteilen. Oh, dann muss es sich wohl um ein Pikachu handeln. Ein Pikachu habe ich Ihnen doch neulich schon geschickt. Dann also ein Evoli. Auch nicht, es ist ein Ditto. Ein Ditto, sag ich doch. Immer zu Scherzen aufgelegt, was? Aber hören Sie zu, dieses Ditto hat sich in ein Pokémon verwandelt, das ich noch nie gesehen habe. Hm, was meinen Sie damit? Hier, schauen Sie selbst. Was ist das für ein Pokémon? Das kenne ich ja noch gar tatsächlich nicht. Tatsächlich? Wenn Sie es auch nicht kennen, muss es sich um eine neue Art handeln. Hm. Seit Tagen kriege ich Augenzeugenberichte rein. Und jedes Mal handelt es sich um verwandelte Ditto. Das ist alles, was ich weiß. Moment, da fällt mir ein, ich habe dieses Pokémon doch schon mal in einem alten Buch gesehen. Wirklich? Ja, kein Zweifel. Das muss das mysteriöse Pokémon Meltan sein. Meltan? Hier ist das Buch. Die Merkmale stimmen mit denen in Ihrem Video überein. Sie haben recht. Das ist eine unglaubliche Entdeckung, Professor Eich. Ja, das ist es. Was für ein Pokémon mag dieses Meltan wohl sein? Das wüsste ich auch gern. Wie aufregend. Ich werde dann sofort weitere Nachforschungen anstellen. Und ich werde sehen, was ich über das Buch und Ihr Ditto herausfinden kann. Gut, dass ich Sie gefragt habe. Sie werden immer mein großes Vorbild sein, Professor Eich. Das will ich hoffen. Wir sprechen uns später. Halt nicht so schnell. Meltan. Meltan. Der Name gefällt mir. Dann mal schnell zurück zur Feldforschung. Way! Fortsetzung folgt. Und nochmal Werbung für Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli. Was ist das neue Pokémon? Im Video spricht Professor Willow mit Professor Eich und erklärt, dass gefangene Ditto sich in besondere Pokémon verwandeln, die Willow noch nicht kennt. Eich ist sich auch erst unsicher, erklärt aber dann, dass er bereits auf uralten Texten von diesem Pokémon gelesen hat. Das passt auch zu unserer Theorie zum Mutter-Pokémon. Bäh. Das neue Pokémon heißt Meltan, gehört zur Kategorie Mutter, wie man am Kopf erkennen kann. Es gehört zum Typ Stahl, Größe 0,2 Meter, Gewicht 8,0 Kilogramm. Es ist ein mysteriöses Pokémon. Als Beschreibung heißt es, Meltans Körper besteht zum Großteil aus flüssigem Metall und auch seine Form ist sehr fließend. Mit seinen flüssigen Gliedmaßen zersetzt es Metall, um es anschließend zu absorbieren. Es erzeugt Strom, indem es externes Metall in sich aufnimmt. Diese Elektrizität nutzt es nicht nur als Energiequelle, sondern auch als Attacke, die es aus seinem Auge abfeuern kann. Meltan ist ein außergewöhnlich neugieriges und ausdrucksstarkes Pokémon, das ein ausgeprägtes Interesse an allen möglichen Dingen besitzt.
Die Forschungen zu diesem neuen Pokémon sind allerdings noch nicht abgeschlossen. Offiziell heißt es, der Verdacht erhärtet sich, dass Pokémon Go der Schlüssel ist, um diesem interessanten neuen Pokémon in Pokémon Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli begegnen zu können. Wir sind gespannt, was sich in den nächsten Tagen noch zu diesem neuen Monster herausstellt. Dann nochmal ein Bild natürlich aus Let's Go Pikachu oder so wahrscheinlich, da sieht man es natürlich und ja, das auf jeden Fall sehr interessant, es ist also doch kein Bug gewesen, es ist ein neues Pokémon, jetzt wissen wir es natürlich ganz genau, auch schöner Trailer natürlich, auch dass das Deutsch ist und die Stimmen dazu, das erinnert natürlich früher an die ganzen Serien und das ganze hin und her. Also mal gespannt, wie das weitergeht, es bleibt auf jeden Fall spannend und was noch alles darüber berichtet wird. Das war es auf jeden Fall jetzt erstmal für diese kleine Infofolge. Sehr cool, dass mein MMO das immer so schnell postet und herausfindet und wir uns das gemeinsam reinziehen können. Eigentlich wollte ich ja gar keine Infofolgen mehr machen, weil jeder einfach Infofolgen macht und sich das überhaupt nicht lohnt, aber vielleicht kommt das ja doch gut an. Wir werden dann immer mal gemeinsam uns das anschauen, vielleicht auch drüber philosophieren. Also schreibt mal in die Kommentare, was eure Meinung dazu ist oder was ihr von dem Pokémon haltet. Ja, TV-Knüller. Ein echter Star aus der Roller-TV-Werbung für 699. Das war's für diese Folge. Also Peace out, Vorhaut, euer Ramses.